Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute die nächste Folge von The Real Life und zwar Folge Nummer 7. Etwas verspätet, eigentlich wäre das Video ja schon am Dienstag gekommen, war ich allerdings noch nicht zu Hause und ich habe mir gedacht, ich nehme es hier ganz in Ruhe, ganz entspannt auf. Ich habe gerade schon die Vorschau angeschaut. Ich glaube, die Folge wird sehr lustig werden, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ansonsten natürlich wie immer, die ganze Folge gibt es bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video und damit let's go. Und heute Abend kommt Temptation Island VIP online. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. Okay, wir starten bei Diogo und seiner neuen Freundin, glaube ich. Mein Name ist Julia, ich arbeite bei einer Versicherung, bin nebenbei noch selbstständig in der Kosmetik und bin 29 und aus Social Media oder aus TV-Cap habe ich noch gar nicht. Ja, wir wollen uns ein paar Kunstzubehör angucken, weil wir wollen ein bisschen mehr Kunst machen. Ich plane mein 5-jähriges Jubiläum vom Laden, vom Tattoo-Studio. Diese Unterschrift auch wieder dazu. Geht jetzt unter die Kunstsammler. Ich habe gerade schon gelacht, als er meinte, ein bisschen Kunstzubehör zulegen. Okay, da bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Wir wollen da ein schönes Event machen mit einer Kunstvorstellung und einfach auch eine kleine Feier, wo auch Leute eingeladen werden mit ein bisschen Musik und eine schöne Atmosphäre. Ja, ich bin mit meiner Freundin hier, mit Julia. Hi. Und sie möchte auch natürlich ein bisschen versuchen. Und ich habe ihr auch gesagt, Kunst entsteht, indem man es einfach macht. Ja, das ist eine gute Aussage. Das Besondere an Diogo ist, ich fühle mich sehr, sehr wohl in seiner Nähe. Er bringt mich immer zum Lachen. Er ist, denke ich, so der Partner, für den ich mich entschieden habe, weil ich mir wirklich vorstellen kann, mit ihm meine Zukunft zu verbringen. Julia, bist du... Ja, sollte jetzt auch nicht anders sein. Bist du denn auch künstlerisch tätig? Geh mal in die andere. Bisher noch nicht, aber ich denke, mit ihm kann ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und so shoppen ist immer gut, oder? Shoppen ist immer gut, ja. Ich habe eine kleine Vorstellung von dem, was ich mir jetzt holen werde. Lass mich aber auch ein bisschen inspirieren oder mal gucken, was ich da alles finde und was. Ja, da bin ich jetzt gespannt, was denkt ihr? Also was für Kunstobjekte werden sich hier gegönnt heute? Eher so Bilder, also zum Aufhängen oder irgendwie so Skulpturen oder so? Oder was werden die sich da holen? Da bin ich mal gespannt. Was, auf was für Ideen ich komme. Oha. Ich glaube, mit Skulptur lag ich jetzt nicht so sehr daneben. Und was da drin ist, könnten theoretisch auch Bilder sein. Ich hab hier mal ein bisschen mehr gekauft als gedacht, ne? Das kenne ich sehr gut. Ja, eigentlich auch geil, so ein T-Shirt drüber ziehen. So ja, wir können ein Piercen. So ein Baby-T-Shirt. Ja, Mann. Stimmt eigentlich. Ein Piercing, wir stechen hier ein Piercing durch. Ohne Spaß. Ja. Wir hauen hier ein Piercing durch. Ja, ein Piercing ist geil. Das ist wirklich gut. Ja? Ja, so man kann ja auch eine Kette drum machen und sowas. So das ist eine geile Idee. Ganz viele kleine. Ich glaube, meine Cam ist ja mal wieder im Weg hier. Und das ist perfekt. Wir machen nämlich sogar eine schwarze und eine weiße Frau. Weil wir haben schwarz und weiß. Ja. Wir haben uns im Studio bei dir kennengelernt, ne? Genau. Der hat mir was gelasert. So ein Motorrad. Wir sind ein paar offiziell jetzt seit ein paar Wochen. Ach krass, das ist ja auch eine wilde Story. Einfach beim Mutter mal weglasern lassen, kennengelernt, krass. Und kennen uns ja schon seit 2021. Damals hat es nicht so geklappt. Er hatte ja eine Freundin, ich war ja dann auch in einer Beziehung. Es war schon Liebe auf den ersten Blick. Also da war schon etwas, man hat sich gut verstanden, man hat zusammen gelacht. Und okay, heftig. Er sagt, es war Liebe auf den ersten Blick. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also... Mich würde nur interessieren, wenn die sich da kennengelernt haben, was 2021 war, wie kamen die dann jetzt wieder in Kontakt so? Also hat er so in der Praxis angerufen, meinte so, ey, damals, ja, war ich hier bei euch gewesen und da war so eine nette Dame gewesen. Oder hat er sich da eventuell auch schon damals, nee, hat er natürlich nicht. Nein, hat er nicht gemacht, sage ich jetzt nicht. Da war es so, dass ich auch viel unterwegs war, ich habe viele Fernsehshows gemacht. Und das war, glaube ich, nicht der beste Zeitpunkt. Könnte auch ein Hindernis gewesen sein. Okay, das muss ich sagen, sieht geil aus, diese Freiheitsstatue. Offizielles Paar sind wir jetzt seit ein paar Wochen, ne? Gab es da schon Reaktionen, jetzt speziell auch von Vanessa zum Beispiel? Nee, oh. Von Vanessa gab es jetzt keine Reaktion. Es gab immer nur wieder, klar, das, was man schon kennt, die Vorwürfe, dass ich fremdgegangen bin und sowas. Also,
wie unangenehm die das auch machen, dass sie jetzt extra auf sie filmen. So mäßig so, ey, Julia war der Name, ne? Glaube ich, habe ich mir richtig gemerkt. Julia, was ist jetzt so ihre Reaktion dazu, dass ihr Freund bei seiner vorherigen Freundin fremdgegangen ist? Dann schön auf sie filmen, wie sie darauf jetzt reagiert, auf diesen Vorwurf. Aber wir wissen es halt immer noch nicht, ne? Also, Vanessa meinte, Diogo ist ihr fremdgegangen und Diogo meinte dazu eigentlich nur, dass es halt nicht mehr gepasst hat, so. Also, die sich so, ja, nicht auseinandergelebt haben, aber irgendwie sowas in die Richtung halt. Und ich sag mal so, die zwei Storys, die sind jetzt nicht wirklich identisch. Also, ob die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt oder eine der beiden Personen recht hat, das wissen wir jetzt nicht, ne? Wäre aber ganz interessant, das mal rauszufinden. Ich frage mich auch gerade, ob sie das eigentlich weiß, was passiert ist oder nicht. Ja gut, das ist eigentlich auch egal, aber ja, wir wissen es auf jeden Fall nicht. Sie jetzt gar kein Palaver zu machen, weil sie ist auch neben anderen Typen. So, sie trifft sich auch mit anderen Typen und macht auch ihr Ding. Braucht jetzt nicht auf unschuldige Nonne zu machen, von wegen, sie macht sowas nicht. Oder? Ja gut, die Frage ist halt, ob Vanessa das jetzt macht oder ob sie das während der Beziehung gemacht hat und ob er das danach gemacht hat oder während der Beziehung. Also, ich sag mal, das ist schon ein Unterschied, ne? Das wissen wir jetzt auch nicht. Oder lässt sich Zeit oder keine Ahnung, was ich mir sehr gut vorstellen kann. War Julia der Grund für deine Trennung von Vanessa? Überhaupt nicht. Also, Julia war nicht der Grund für meine Trennung damals. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Wir hatten mehrere Streitereien. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr nochmal an einen Tisch mit der sitzen. Das ist auf gar keinen Fall. Ja, das hatte beim letzten Mal auch nicht so gut funktioniert. Müsst ihr euch, ich glaube, ja, das ist die Folge 7 ist das, ne? Genau, dann glaube ich irgendwie Folge 4 oder 5 oder generell. Also ich hoffe, ihr guckt die ja wahrscheinlich sowieso alle an, denke ich jetzt mal. Ja, war auf jeden Fall lustig, wie das da gelaufen ist. Und was wollte ich noch sagen? Habe ich mir auch ganz kurz gedacht. Also er meinte ja jetzt, dass Julian nicht der Grund für die Trennung war, weil das habe ich mir dann so kurz gedacht irgendwie, wenn das ja Liebe auf den ersten Blick war. Und er da noch mit Vanessa zusammen war, ob das dann irgendwie da so mit zusammenhängt damit, ne? Aber tut's nicht, sagt er, okay. Also ich selber habe kein Problem damit. Wie gesagt, das war ja nach ihrer Zeit mit ihm, deswegen habe ich persönlich kein Problem mit ihr. Deswegen, ich bin gespannt und freue mich, die Gruppe kennenzulernen. Oh, ah, okay. Also ich habe in der Vorschau schon was gesehen, wo die irgendwie alle zusammenstanden. Dass sie da auch dabei ist, das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber das ist natürlich schon auch, muss man sagen, sehr unangenehm. Also für Vanessa ist es auch unangenehm, weil sie trifft wieder auf Diogo, was bestimmt wieder eskalieren wird, also hoffe ich jetzt mal. Und sie trifft auch noch auf Julia. Also unangenehmer geht's nicht. Ich weiß nicht, ich würde hinkommen, was Gutes, aber ich weiß nicht, ob ich das auch machen würde. Ohlenhardt in der Eifel. Wo sind wir hier? Mitten in der Eifel, mitten im Nirgendwo. Ey, mitten im Nirgendwo, mitten in der Eifel. Wir sind hier bei Oliver Deville und wollen auf jeden Fall einen neuen Song aufnehmen. Das wird der Sophia zum Anlass. Ja, genau. Ich mache da war ja was. Warum? Weil ich die toll finde. Der Vollblutromantiker. Auch eine geile Aussage einfach. Ja, warum machst du den Song? Weil ich sie toll finde. Perfekt, Digga. Besser hätte man echt nicht antworten können. Habe ich auch schon bei Instagram bei ihm gesehen. Ich glaube, bei ihm war das. Genau, ja, dass er für Sophia einen Song macht. Einfach nur geil. Also ich finde die toll, deswegen mache ich einen Song für die, weißt du? Olli. Na? Wie geht's dir, Alter? Alles fit? Und selber? Ja, muss, ne? Muss. Ja. Ich bin Oliver Deville, Musikproduzent aus der Eifel. Ich produziere hauptsächlich Ballermann-Songs. Vor 3 Jahren haben wir einen Mallorca-Hit gehabt, der hieß Bierkapitän. Mit Markus Becker und dem Bierkapitän. Und ja, so diese Art von Liedern halt. Und eigentlich waren hier schon so alle Ballermann-Stars, die man so kennt. Oh, läuft. Oha, geiles Auto. Einzocken hier. Ja, Mann. Olli, das muss richtig geil. So, was hast du dir vorgestellt hier? Also, ich wollte das irgendwie ein bisschen lustig haben, ein bisschen geil auch, eingängig natürlich auch, ne? Ich würde sagen, ne, Rap in den Strophen. Also, es muss eigentlich gut werden. Lustig, geil und eingängig. Das heißt, das muss dann sogar ich checken. Ey, das ist ja, da bin ich ja echt mal gespannt, was dabei rauskommen wird. Ja. Und dann im Refrain eine geile Melodie, die jeder mitsingen kann. Ja, ja, das ja. Ist das Wichtigste. Das müssen wir jetzt irgendwie entwickeln. Ne? Sollen wir ein bisschen rumjammen und gucken. Nach vorne natürlich so ein bisschen auch, ja, vielleicht wäre geil. Hast du irgendwie eine Textidee irgendwie so? Ich hatte. Das sind ja meine Lieblings- Sophia. Tomala.
Ich stell mir das mies schwer vor. So eher, ne? Tomala, mach nicht Ballaball. Geil! Tomala, sie ist der Knaller. Sie ist der Knaller, genau so, ne? Da müssen wir richtig mit Chören und so Olli machen, ne? Damit man nicht irgendwie schief ich da singe, Alter. Oder? Kriegen wir hin. Geil. Weil ich hab voll viele Notizen, Digga. Das Ding ist, bei Sophia ist halt einfach. Klingt schon mal gut. Geil. Ja, ganz stumpf halt. Ne? Also. Aber das reicht, das ist ja schon einfach ein Beat. Ja, ja. Weil ich habe schon voll viele, guck mal, ich habe voll viele Notizen, weil ich kenne die ja. So wenn die lächelt und so, das ist unfassbar. Du bist richtig in love, ne? Ja, ja, und das Kranke ist, Digga. Ich habe dir auch gesagt, ey, Sophia. Ich glaube, Calvin hat doch bei Are You The One noch sein Perfect Match gefunden einfach. Ich habe dir das so gesagt. Und wie hat's reagiert? Die hat gefragt, wo ist der Baum? An dem ich mich aufhängen kann. Ah ja, stimmt. Da waren wir beim letzten Mal gewesen. Melody und Vanessa, die jetzt hier feiern gehen. Und Nathalie sitzt da auch schon. Die zwei Echsen, ja, wir sind jetzt Double Echsen Trouble. Oh mein Gott. Ja, jetzt, wo ich auch mal wirklich mitbekommen habe, dass das auch mit Jugo, der hat eine neue, hast du es mitbekommen? Ja, ich habe dieses Bild heute gesehen, ich bin schockiert. Ich sag's wirklich. Doch, ich hab's gesagt. Ich war schockiert. Diese Aussage, ey, da wird dir direkt gelästert, ja? Die sind da keine zwei Minuten. Dankbar, dass er dieses Bild gepostet hat, damit jeder jetzt endlich weiß, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Ja, das muss ja schon Monate so glauben. Okay, warte mal, ich habe ganz kurz überlegt, so, also warum solltest du jetzt bestätigen, dass sie die Wahrheit gesagt hat? Da steht ja nicht auf der Stirn, ja, ich bin fremdgegangen oder so. Aber, so wie sich das jetzt anhört, ist Vanessa trotzdem der Überzeugung, dass es da mit ihr war, so quasi, was ja vorhin noch ausgeschlossen wurde. Also ihr seht, das ist echt, da blickt man nicht durch. Also, was stimmt jetzt davon? Achso, er hat sich mit ihr betrogen. Also ich weiß von mehreren, sagen wir so. So Melody und ich, wir sind ja beide so die zwei Echsen. Also so ganz wurde es dann doch nicht rausgehauen, aber irgendwie muss sie dann unter den mehreren eventuell schon dabei gewesen sein, sonst hätte sie ja wahrscheinlich Nein gesagt. Von Diogo, mir juckt jetzt nicht, was der macht oder was der mit Melody gemacht hat und Melody juckt das auch nicht, was mit uns war und so. Im Endeffekt war ja irgendwie so Melody die treibende Kraft, die uns so ein bisschen zusammengebracht hat. Und ja, wir verstehen uns super. Also Melody hat ja mit Diogo kein Problem, ich habe schon mit Diogo ein Problem eigentlich. Hey, Franzi! Nathalie, wenn du mit den Mädels alleine ausgehst, ist der Cosimo da gar nicht eifersüchtig? Ja, also Cosimo. Ja, das war jetzt aber nicht live gesagt. Das hat man ja jetzt mal sowas von gehört, dass das im Nachhinein da irgendwie reingemacht wurde. Vor allem noch nicht mal irgendwie mit einem Mikrofon oder so, sondern das ist einfach so eine Memo, die da reingeschnitten wurde. Du bist eigentlich sehr eifersüchtig. Dem hat es gar nicht gefallen, dass ich heute mit euch rausgehe, ne? Aber ja. Wir sind eigentlich schon locker. Also ich lasse ihn auch feiern, so wie er will. Er mich auch, aber klar. Er ist schon ein bisschen eifersüchtig. Wer wäre jetzt am liebsten auch mit dabei? Kann auch sein, dass er aufkreuzt. Ne? Ich weiß nicht, ich kann nichts ja garantieren, wirklich. Bei dem weiß man nie. Tell me what you want. Hey, was ist los, Anja? Ja, wir sind hier. Cosimo, was geht ab? Hey! Hi, Cosimo! Ja, wo bist du? Okay, ja, ich bin gleich da, aber was ist los hier? Wir passen auf deine Freundin auf. Cosimo, wir passen auf Nathalie auf. Die ist sehr anständig. Die ist sehr brav. Schon sehen, er ist uns da. Er ist da. Sie müssen alle nehmen, sie verlassen. Hey. Wir sind zu Hause. Der Fang ist ganz schlecht. Oh Mann. Jetzt kommt er da wirklich. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Also das würde ich auch, hätte ich ihm auch nicht empfohlen. Hätte er mal mich lieber gefragt, ob er das machen soll oder nicht. Ich hätte gesagt, nee. Das wird wahrscheinlich, also wenn das nicht insgesamt geplant war, was ja generell irgendwie viele, glaube ich, von euch bei dem Format bei allem vermuten, aber dann hätte ich mir schon gedacht, das wird nicht gut ankommen, wenn er da aufkreuzt und so übelst kontrolliert, so, wisst ihr, was ich meine? Also das sollte man nicht machen. Gehst du nicht ans Telefon? Ja, du hast direkt wieder aufgelegt. Ach so, okay. Hey, aber er hat sich extra schick angezogen. Hier, das kann es noch retten. Ich bin nicht eifersüchtig, aber weißt du, wenn so Leute so cool machen wollen und wissen, und direkt jemand zu ärgern, obwohl er weiß, dass sie mit mir zusammen ist, geht gar nicht. Ja, ich
geh auch nicht zu vergebenen Frauen und mach die an vor ihrem Mann und schenk ihr eine Rose plötzlich so, weißt du? Ich habe erst im Hintergrund Jungs gehört und habe gedacht, was ist hier los? Aber jetzt, wo ich die Lady so ein bisschen... Oh, ihr habt Christian vergrault. Nee, ich weiß, dass Cosimo die Geschichte immer so erzählen wird und deswegen muss ich da mal eingreifen. Du hast Jungs gehört und deswegen bist du gekommen. Du hast sie gehört, als du schon an der Ampel standst. Stimmt eigentlich, ne? Er war ja auch echt sehr, also als die telefoniert haben, war auch sehr schnell da. Also das war trotzdem irgendwie lustig gemacht, so er redet mit ihr und plötzlich steht er da, aber ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob das jetzt geplant war oder nicht, ne? Du bist ein Stalker, gib mal zu. Nein, ich bin kein Stalker. Du vertraust deiner Frau nicht, glaube ich. Natürlich vertraue ich mir. Kannst Frau du auch. Kann nackt hier sein, alles gut. Ey, die ist wirklich, wirklich, nein, die guckt nicht mal jemanden an. Ich glaube, das war geplant. Doch, ich glaube, das war geplant. So wie das jetzt rüberkommt. Oh, geht ohne Männer weiter? Oder wurde ihr eine Rose geschenkt? Das, was Cosimo vorher noch befürchtet hat, ist eingetroffen. Wir treffen uns heute mal wieder. Wir gehen bowlen. Eigentlich haben alle zugesagt. Ich bin mal gespannt, wie alles kommt. Ah, jetzt geht's weiter mit mir hier. Das ist der Erste. Da sind sie aber. Endlich. Gott sei Dank. Hallo. Hey, was geht? Ja, alles gut bei euch. Alles okay? Normal bist du immer der Letzte. Alles gut? Alles gut, Gott sei Dank. Ja, wunderbar. Alles gut. Na, bei dir alles okay? Ja, wir sind die Ersten. Toll, ne? Ja, du bist normal immer der Letzte. Was ist heute los? Ja, irgendwas passiert hier. Willkommen. Wir sehen uns sehr, sehr selten, leider Gottes. Also so welche Abende kommen selten vor. Aber wenn sie vorkommen, ist es wundervoll. Ne? Jeder hat was zu erzählen und ist ja ein bunter Haufen. Ne? Cosimo hat immer irgendwelche lockere Sprüche auf den Lippen. Calvin ist immer lustig dabei. Die Mädels sind lustig. Was willst du mehr? Besser geht's ja gar nicht. Wir sind einfach groß, krass angekündigt. Wir gehen bowlen und was ist hier los? Ja, echt, was ist das? Das ist doch viel geil. Das ist Bullball. Hat's Poolball. Noch aber, das Poolball ist hab ich auch noch nie gehört. Genau. Also wir haben mehrere Felder und so, gibt's mehrere Spiele. Ja, die ist auch da. Also wir wollten ja nicht in die Jungle fehlt. Ja, ich wusste er überhaupt. Jetzt weiß ich, wo der ist, keine Ahnung. Ist doch egal, okay. Also wenn Diogo halt mit seiner neuen Frau... Ja, das ist natürlich die Antwort, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte jetzt, Vanessa ist so voll enttäuscht, so, hä, wo ist Diogo und so. Er sagt ihr einfach so, ja, geht ja jetzt nicht um ihn. Bin ich ja mal gespannt, ob Diogo mit seiner neuen Freundin auch noch dazukommen wird. Ey, Mann, das ist, ich feiere das Format einfach. Freundin kommt, ja, dann, wenn er denkt, er muss das machen, soll er das tun, aber seine... Wenn er denkt, er muss die Einladung, die er dazu bekommen hat, annehmen, dann soll er das natürlich machen, ja. Freundin gehört halt einfach nicht dazu, also no hate, dabei kennen die ja nicht, die will auch nichts Schlechtes gegen sie sagen, so, aber aus Respekt macht man es halt einfach nicht. Ja, aber das kann man auch verstehen, was sie sagt. Hier ist die Bahn, da sind die Kegel, da sind die Bälle. Ja, das ist ja das Bowling. Ist quasi wie, ach, da ist doch wie Bowling, aber man muss schießen, geil, ne? Mit ach, Fuß. Geil. Ja. Easy. Hey, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das ist doch 10-mal geiler als normales Bowling. Einfach mit Schießen. Boah, da hätte ich auch Bock, das mal auszuprobieren. Ja, ihr, ne? Ja, hey. Die lustigste Szene, wenn Cosimo zum Ball läuft, ja, also ich weiß nicht, ob er mal Fußball gespielt hat, also nach seinen Erzählungen war er mal Fußballer, aber das ist natürlich... Also ich habe auch gehört, er war sogar Profi oder zumindest fast Profi war er, also Bundesliga und so, da war schon alles im Gespräch. Ein Bild für die Götter, wenn der da gegen den Ball tritt. Oha. Nicht schlecht. Wir haben eine Wette. Dein Schuss, wenn du einen Schuss hast. Ja, das wird dann auf jeden Fall passieren. Nackt ja einmal rennen hier. Go, aber komplett. Ich schwör. Eigentlich will ich keinen von beiden nackt sehen, aber irgendwen wird's treffen. Okay. Ey, aber nicht das Gebiss. Alle haben gehört, Alter. Alle haben gehört. Nathalie gegenüber ist es ein bisschen komisch, den Cosimo nackt zu sehen. Denn Calvin, ja, den kennen viele schon nackt. Aber, oh Mann, ey. Also ich habe das Gefühl, es wäre jetzt mein Gefühl, ich habe es in der Vorschau schon gesehen, wen es trifft. Deswegen sage ich es dir jetzt nicht, weil sonst, ich sag gar nichts. Bro, du darfst doch da vorne schon, ne? Ach so, warum sagt ihr mir das nicht? Sagst du die ganze Zeit, da ist doch Start. Sag ich doch einmal. Bruder, ich habe kein Lesen gehabt. Aber mit den Schuhen, die Cosimo anhat, ist auch schwer. Ich bin schon fest der Meinung, dass vor allem, weil die, um zu gewinnen, sehr schwierig waren, wir sollten ja alle Pins treffen und sowas, dass definitiv Cosimo gewinnen wird und Calvin definitiv einmal einen Flitzer machen muss. Ja, da warten wir mal ab. Okay, doch. Ich hätte darauf verzichten können, Calvin da halb nackt durch den Laden zu sehen, aber die Mädels haben sich bestimmt gefreut. Also ich freue mich überhaupt nicht. Ich hoffe, dass der so viel wie möglich anbehält und da einen Turboflitzer macht.
Wettschulden sind Ehrenschulden. Und die muss ich jetzt gerade mal einlösen. Wollen wir neue Wette machen? Ja, komm. Nur wir zwei. Nur wir beide. Ja. Okay. Eigentlich bin ich jetzt schon im Loser-Team mit Cosimo. Oh, das war komisch. Oh. Der Cosimo und Nathalie, ne, haben wir im Sommerhaus gesehen. Die gewinnen fast gar nichts. Ach, das ist ja heftig. Es gibt doch einfach Billard auch mit so Fußball. Ey, das ist ja, die Idee ist einfach schon so krass. Ne? Und deswegen dachte ich, komm, wir brauchen eine Revanche. Volle Pulle. Auf, nicht auf den Ball. Auf den Ball. Ja. Wir haben gewonnen. Okay, jetzt, ich bin mega stolz. Deswegen, ich habe in der Vorschau gesehen, wen es hierbei trifft. Auf uns, Alessia, mega gemacht. Geil, hammergeil. Endlich kann der Cosimo sich da zum Clown machen. Das muss ich halt so krank zensieren, sonst wird das Video gesperrt. Er wollte das ja auch von Anfang an, so eine Wette machen, ne? Ich glaube, er findet es aber auch ein bisschen. Ich glaube, er wollte auch verlieren. Also, Cosimo hätte das auch safe gewonnen. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Er hätte das gewonnen, aber er wollte es auch nicht gewinnen. So, Cosimos Stripper-Vergangenheit. Es ist irgendwie nicht mehr viel übrig, so, ne? Schnell, Fuß andersrum, Schatz, falsch rum. Jetzt schon, ihr müsst doch schnell um. Wo bist du, Mann? Was? Komm mich raus. Wieso kommst du nicht, Alter? Nein, was ist denn los? Ich hab keinen Bock. Wieso? Also ich habe Bock drauf gehabt, ich habe auch Bock gehabt, Bowling zu spielen, auch mit den Jungs. Aber lass mich raten, kein Bock auf Vanessa. Oder mit der Gruppe, aber dann ist mir auch hochgekommen, dass die Vanessa da ist. Ich wollte auch Julia mitnehmen, ich habe auch kein Problem auf diese Konfrontation. Aber es ist trotzdem unangenehm und es ist auch nicht schön für Julia irgendwo, für Vanessa auch. Und es ist auch nicht schön für mich. Für ihn, ja, das wollte ich gerade sagen. Allein für die Atmosphäre. Also ich muss sagen, ich finde das total kindisch. Boah, der Hund ist schon echt süß. Das fällt mir jetzt gerade hier erst so richtig auf. Guckt euch einfach ganz kurz hier, warte, bis der Balken weg ist. Jetzt einfach dieser Blick. Muss man nichts mehr zu sagen. Der sagt, ja, wenn Vanessa da ist, dann komm ich nicht. Wir sind doch beides erwachsene Menschen. Wenn der Bock hat zu kommen, dann komm doch einfach vorbei. Wenn du keinen Bock hast, dann bleib einfach weg. Punkt. Ganz einfach. Diese Hand von dem Hund auf ihre Hand. Das sieht man mal, wie jung der einfach nur in seinem Kopf ist. Ich glaube, der stimmt dir einfach zu. Ja, Joe hat keinen Bock irgendwie wegen Vanessa und so, ne? Ich muss den Zorro auf jeden Fall. Ist halt ein bisschen schade auch, ne? Man kann das ja auch irgendwann auch irgendwie, weiß ich nicht, trotzdem irgendwie miteinander umgehen und so. Man muss sich ja da nicht irgendwie dann so, weißt du, ist halt kacke für uns auch so, ne? Dass entweder Vanessa dann dabei ist oder Diogo oder so. Also ist halt blöd für die Gruppe, ne? Aber ich kann den Diogo natürlich verstehen, weil ich hätte auch keine Lust, dass mein Ex irgendwie hier steht. Also ich finde das verständlich, aber für die Gruppe halt scheiße. Aber ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich sehe das halt als riesiges Problem, seht ihr das nicht als Problem? Also für die Zukunft einfach. Was soll das jetzt heißen? Gruppe, ja, ja. Ist blöd, dass wir nie dann gemeinsam alle. Ja, nicht nur blöd, machen. Ich finde es super traurig. Und ich finde auch, vielleicht muss ein bisschen Gras drüber wachsen und irgendwann kann man nochmal miteinander umgehen. Keine Ahnung. Boah, das muss ein Comeback geben. Na, Spaß. Ich freue mich natürlich, wenn ich ihn jetzt nicht sehen muss. Also ich bin froh über jede Minute, wo ich den einfach nicht anschauen muss. Und deswegen, ja, finde ich ganz gut, dass er nicht gekommen ist. Also er gehört ja zu uns dazu und wenn er Bock hat, dann soll er vorbeikommen. Aber ich glaube, ihm geht es da ähnlich wie mir. Also ich will nichts mit ihm zu tun haben, er will nichts mit mir zu tun haben. Und deswegen, ja, je weniger wir uns sehen, desto besser ist es für uns beide. Ne, Wisi? Und du hast auch keinen Bock auf den. Ich hab sie gefunden, mein Perfect Match. Und ich bleibe diesmal Ach, geil, ey, geil. Nächstes Mal, Freunde, gibt's dann neue Einblicke. Einblicke ist das Wort. Einblicke in den Song von Calvin an Sophia. Da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf. Und die Folge kommt sogar schon heute online. Dieses Video hier kommt ja am Mittwoch online, also Mittwochnachmittag irgendwie. Müsste ich hinbekommen. Dann heute Abend Temptation Island VIP und morgen kommt die nächste Folge The Real Life. Besser geht's nicht, würde ich sagen, Freunde. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.